klingt nicht gut. Ich sollte mich beeilen. Ach, echt? Öffne dich. Mariendante, lass dich nicht feiern. Oh wow, das war wirklich eine Eier. Alter Dante, lass dich doch nicht so feiern, Typ. Aber wir kommen gut durch, wir sind noch nicht gestorben. Wir haben zwar keine High-Items mehr, aber wir sind durch. Ist das der Succubi? I think so. Succubi, Succubi, ich komme zu dir. Haben wir irgendwas? Wir haben, kleinen Lebensstern können wir uns kaufen. Das machen wir. Oh, stinkt ja grässlich. Hallo, Dicke. Also du bist wohl die geheime Zutat. Bin deine Verabredung, du hässliches Stück Scheiße. Der Succubus. Mein Name ist Dante. Dante? Sohn des Spada? Und Eva der Hure? What the fuck, Alter? Aber nenn mich einfach Dante, der Dämonentöter. Klingt doch gut, oder etwa nicht? Du willst mich töten? Du kannst mich nicht töten. Ich bin 1200 Jahre alt. Dabei siehst du gerade mal nach 12.000 aus. Fick dich! Fick dich! Fick dich! Fick dich alle gegenseitig, was ist hier los? So, was machen wir mit der Dame? Ja, das machen wir schon mal nicht. Sondern wir hauen auf den Kopf. Auf den Schädel schlagen. Na komm. Okay, das ist Kacke. Sie kotzt. Kann diese Säure da mal verschwinden, bitte? Boah, lass doch mal die scheiß Birne draußen. Ach, auf den Fußschlang geht auch. Sagen wir das doch mal einer. Das finde ich kacke. Ach, toll. Schön, dass mir das auch mal einer sagt. Hier gibt es andere Plattformen. Müssen sie losschneiden. Bisschen aggro, die junge Dame. Oh!
Upa! Oh, oh, Leben, Leben, Leben. Dieser Sprachgebrauch, ich finde den super. Der ist sehr angemessen. Ich glaube nämlich nicht, dass ein Dämon auf seinen Umgang achtet. Oh, runter mit dir. Batz! In the face! Scheiße! Ich komm nicht ran! War das geplant? Wieso kommst du da nicht ran? Was war das jetzt? Warum kam ich da nicht ran? Wieso bin ich denn da jetzt nicht rangekommen? Jawohl. So, neuer Versuch. Wieso komme ich da nicht ran? Ja, ich bin auf einer anderen Platte. Und von hier aus muss ich doch aber rankommen. Ah, jetzt hätt's fast funktioniert. So, neuer Versuch. Der dritte. Na, nicht hinterher springen. Jetzt aber. Das glaube ich nicht, Dicke. Na komm, lass den Burner draußen. Deine Zunge. Gib mir Tank. Abserviert. Alter Falter. Und raus hier. Kann sein, dass dir die Steuerung nicht ganz liegt. Die ist auch sehr unübersichtlich. Ja, tut sie. Also nein, ich habe tatsächlich die ganze Zeit für Dings gedrückt. Für die Dämonensense Angel. Aber irgendwie wollte er das halt nicht erkennen. Das blinkt ja dann immer ein bisschen. Den muss ich mal kurz mal ausspannen. Kurz mal. Nochmal ein Stück her. Ich erzähle schon wieder die ganze Zeit und tun wir aus. Muss ich jetzt eigentlich irgendwas mit ihr machen? Weißt du, was dein Problem ist? Du klammerst zu sehr. Tschüss. Bist komplett durchgedreht.
Dämonenflüster also. Und noch ein Video, warum nicht? Was ist los? Succubus. Wirklich. Müssen wir über sie sprechen? Mein Succubus ist tot. Oh. Sparda. Der Verräter, was ist mit ihm? Seine Brut. Der Nephilim. Er wehrt sich. Ah! Die Erics, mächtige Panzerhandschuhe, die einem einzelnen Ziel enormen Schaden verursachen kann. Jeder Angriff kann für einen stärkeren Effekt geladen werden. Schönes Ding. So. Bodenprügelei. Okay, okay, okay. Alle Angriffe mit Erics verursachen mehr Schaden, wenn sie durch eine gedrückte Taste geladen werden. Zum Thema Dante, ein Mensch. Ja? Naja. Mental ist auch noch einer. Körperlich natürlich weit, weit von entfernt und von den Fähigkeiten. So, das war, glaube ich, nicht so eine erfolgreiche Runde. Ach doch, Zeit, SS. Stilpunkte, SS. Fortschritt D, wir haben überhaupt nichts gefunden. Minus 1000 Punkte. Und dafür gibt es halt nur eine A-Rating. Tja. Nächste Mission. In dem Teil ist er kein Mensch, ja. Aber geistig ist er doch trotzdem irgendwie menschlich. Weiß, dass er Fähigkeiten hat, die da weit, weit von entfernt sind, aber er hat doch trotzdem Mitgefühl und Bedürfnisse und alles. Das haben doch Dämonen nicht. Oder Engel. Oder Götter oder was auch immer. So würde ich mich da rechtfertigen wollen. So, pass auf, wir nehmen hier Ebony und Ivory nochmal ein Level höher. Und das weißt du woher? Na, war doch schon mal irgendwo gezeigt, dass er hier rumbumst und da Menschen braucht und auch hier sich an die komische Tante sofort hält und helfen will. Und warum will er denn helfen? Warum ist ihm denn nicht alles scheißegal? So, Erics. Erics ist ja neu, die kennen wir noch nicht so richtig. Engel haben Gefühle, nur keinen freien Willen. Ja, ich lege mich ja schon wieder zurück, Entschuldigung. Hört man ja gleich von allen Seiten, kriegt man es ja hier dicke. So, okay, passt auf Leute, wir nehmen für die Rebellion nehmen wir noch das Roulette mit rein. Auch wenn wir es wahrscheinlich nie benutzen werden. Lernen wir es jetzt trotzdem einfach. Items können wir uns nicht kaufen. Sieht wirklich scheiße aus. Keine Lebenssterne, nur noch eine goldene Kugel und halt Gesundheitskreuze gibt es irgendwann mal wieder. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Schade, wir können unsere Waffen auch nicht umändern. Kann beim Steam Store gekauft werden, das ist ja hart. Das finde ich ja ein bisschen heftig, dass man die nicht freispielen kann. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, das war's für heute mit Devil May Cry. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hatte mega Spaß. Dämon auch, nur die machen alles, was zu ihrem Vorteil ist. Ja, das stimmt. Da gehe ich wiederum mit. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ich gehe ins Bett. Wie gesagt, morgen der Stream fällt aus und er will abhauen. Ja, er ist schon weg.